war zu Hause und hatte einen gemütlichen Abend, wollte ein Foto wegräumen in meine Schatzkiste. Meine Jugend! Hab dann meine Schatzkiste ein bisschen durchstöbert und bin auf Fotos gestoßen und darunter war ein Foto meines Vaters. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, mir Gedanken über meinen Vater zu machen, was das eigentlich für ein Mensch war. Ich wusste sehr wenig über ihn. Er ist 1928 geboren, starb, als ich 6 Jahre alt war. Ich habe mal irgendetwas über Edelweißpiraten gehört, aber keine Ahnung, was das ist. Ich habe dann begonnen, ein bisschen nachzuforschen und habe Bücher gewälzt über den Nationalsozialismus, über die Hitlerjugend. Das war natürlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. War er da dabei? Hat er da mitgemischt? Nicole von der Garten weiß von der Hitlerjugend wenig. Ihr Vater, 1938, 10 Jahre alt, war vermutlich Hitlerjunge. Denn in Hitlerjugend HJ oder BDM, Bund Deutscher Mädel, sollten möglichst alle Jugendlichen erfasst werden. Auf Vordermann sollten die jungen Deutschen gebracht werden, so früh wie möglich. Denn wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Zunächst war der Beitritt zur HJ freiwillig. Ab 1934/35 wurde zunehmend Druck ausgeübt. Im März 1939 wurde er zur Pflicht für alle 10- bis 18-Jährigen. Erinnerungen an die Hitlerjugend sind sehr unterschiedlich. Für die einen tolle Freizeitgestaltung, für andere politische Indoktrination. Für Dritte vor allem Drill. Bei aller NS-Ideologie und Führerkult der HJ knüpfte sie in vielem auch an bisher bestehende, sogenannte bündische Jugendgruppen an. Es wurde gesungen, gewandert, man saß am Lagerfeuer, machte Ausflüge, kampierte im Freien. Ganz besonders wichtig war der Sport, die körperliche Ertüchtigung. Marschieren gehörte auch zum Programm, Jungen und Mädchen streng getrennt. Militärische Erziehung fing früh an, als Spiel. Auch die Erziehung zu Kampfgeist und Abhärtung wurde als Geländespiel verkauft. Für die Älteren standen Schießübungen auf dem Programm. Es war nicht nur Vergnügen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Eine ordnungsgemäße Wachablösung kann man nicht früh genug lernen. Nicole schaut sich inzwischen alte Familienfotos an. Vielleicht gibt es hier einen Hinweis auf die Vergangenheit des Vaters. Aber nicht ein einziges Nazi-Emblem findet sie auf den Fotos. Stattdessen einige Lücken im Familienalbum. Die von der Gartens sind eine bekannte Schaustellerfamilie im Raum Köln. Ob er daher kommt, ob es da Zusammenhänge gibt? Die Familie war zerrüttet. Nicole ist bei der Großmutter aufgewachsen und die hat kaum über die Familie gesprochen. Nicole gibt nicht auf und sucht zum wiederholten Mal im Internet nach Hinweisen auf den Vater. Und nun wird sie fündig, in einem Archiv. Ja, dann habe ich seinen Namen in der Suchmaschine eingegeben und es war dann auch gleich ein Volltreffer und habe dann einen Eintrag gefunden und da stand, dass nach ihm gefahndet wurde wegen Mordes. Das hat mich natürlich erstmal geschockt. Dann habe ich gedacht, gut, der Sache muss ich nachgehen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ziel ist das Staatsarchiv Ludwigsburg. Ein Fahndungsersuchen nach dem eigenen Vater und dann noch wegen Mordverdachts. Ein leichter Weg wird das nicht für Nicole. Bislang hatte ich überhaupt keine Informationen oder wenig Informationen über meinen Vater.
Die einen erzählten von ihm, dass er ein sehr netter Mensch gewesen sei. Meine Mutter erzählte mir, dass er ein Problem mit Alkohol und Aggressionen hatte. Und das Bild von ihm war einfach völlig diffus. Er war für mich eine Lichtgestalt. Also die paar Erinnerungen, die ich habe, waren sehr positiv oder waren schöne Erinnerungen. Und das passte einfach für mich alles nicht zusammen. Nicole kann die Akte hier einsehen und vielleicht mehr darüber erfahren, was es mit dem Mordvorwurf gegen ihren Vater auf sich hat. Als ich in Ludwigsburg in dem Landesarchiv saß und dann gewartet habe darauf, dass ich diese Akte vorgelegt bekomme, da sind mir natürlich 1000 Gedanken durch den Kopf gegangen, weil ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste ja jetzt nur, er wird wegen Mordverdachts gesucht und hatte einfach auch schon Angst vor dem, was für Informationen da jetzt auf mich zukommen. Und ja, habe dann dieses Blatt zu lesen bekommen und und habe dann darauf gelesen, dass dieser Fahndungsbefehl von Januar 1945 war und dass er von der Gestapo ausgegeben wurde. Und das hat diese ganze Angelegenheit nochmal in ein völlig neues Licht für mich gerückt. Wer im Januar 1945 von der Gestapo reichsweit gesucht wird, könnte der nicht vielleicht auch ein Held sein? Es gab ja Widerstand. Am bekanntesten ist bis heute die Weiße Rose um die Studenten Sophie und Hans Scholl. In 6 Flugblättern riefen sie zum Widerstand gegen die Nazi-Verbrechen auf. Das letzte wird ihnen zum Verhängnis. Am 18. Februar 1943 lässt Sophie Scholl einen Stapel Flugblätter in den Lichthof der Münchner Universität flattern. Der Hausmeister hält sie fest, ruft die Gestapo. 4 Tage später bereits folgen Todesurteil und Hinrichtung der Geschwister und eines Freundes durch das Fallbeil. Auch in diesem Hof wurden Nazi-Gegner gequält und ermordet. Das LD-Haus, die ehemalige Gestapo-Zentrale in Köln, ist heute Gedenkstätte und Dokumentationszentrum. Seit der Gründung 1988 ist Dr. Martin Rüther wissenschaftlicher Mitarbeiter und beschäftigt sich dabei besonders mit der Jugend im Nationalsozialismus. Es gab ja nicht nur die Hitlerjugend, sondern auch noch manche anderen Jugendgruppen. Unangepasste Jugendliche waren eben keine homogene Gruppe. Da konnte jeder hinkommen, ob Junge oder Mädchen, egal welcher politischen Anschauung. Und da waren welche bei, die sicherlich politisch orientiert waren, die auch aus politischen Elternhäusern kamen. Da waren aber auch andere bei, die sich ganz klassisch als Fahrtenjungen definierten. Das heißt, denen ging es wirklich um den Spaß, am Wochenende raus aus der Stadt, im Grünen wandern, Gitarre spielen, mit den Mädchen zusammen, heute oder lang schwofen, auch mal durchaus sicherlich ein Bierchen trinken und einfach ein ungezwungenes Leben zu führen. Sie nannten sich Navajos oder Edelweißpiraten, bezogen sich auf bündische Vorbilder und wollten vor allem wandern, zelten, die Natur genießen, zur Klampfe singen und einfach frei sein. Der Drill und die Bevormundung der Hitlerjugend passten nicht dazu, waren ihnen zuwider. Dennoch waren manche, zumindest zeitweise und eher formal, auch Mitglieder in HJ oder BDM. Die Alternativen zur Hitlerjugend wurden natürlich sukzessive und relativ schnell immer geringer, immer kleiner. Direkt 1933 ist erstmal alles rigoros verboten und auch verfolgt worden, was aus dem Arbeiterbewegungs- und Arbeiterjugendbewegungsbereich kam. Ob das jetzt kommunistische Jugend oder sozialdemokratisch-sozialistische Jugend wie die SAJ waren, das wurde direkt verboten, die Heime beschlagnahmt, von der HJ übernommen. Kirchliche Jugendgruppen überlebten etwas länger. Die Evangelischen wurden aber bereits Ende 1933 in die Hitlerjugend eingegliedert, während den Katholiken durch das Abkommen zwischen NS-Regime und Vatikan noch eine Galgenfrist bis 1936-37 gewährt war. Das erlaubte zunächst mal weiter die Existenz von katholischen Jugendgruppen. Und da gab es sehr kämpferische Einrichtungen, wie zum Beispiel die Sturmscharen oder den Bund Neudeutschland, die St. Georgs-Pfadfinder, die weiterhin in Kluft, in Uniform auftraten und sich deutlich gegen HJ eben aufstellten.
Und dadurch kam es dann sukzessive immer zu weiteren Einschränkungen, schon ab Mitte 1934 spätestens. Das Klufttragen in der Öffentlichkeit, also Uniform, ähnliche Sachen zu tragen, war verboten. Man durfte nicht mehr in Gruppen marschieren, man durfte keine Fahnen, keine Wimpel, die damals ganz wichtig waren, mit sich führen. Wimpel und Fahnen waren allein den Nazis erlaubt. Artfremde Musik, Jazz, Swing, Gift für die deutsche Jugend. Aber manche ließen sich nicht einmal das verbieten. In Hamburg tanzte die Swing-Jugend, in Frankfurt der Harlem-Club. Alles aus Sicht der Nazis höchst gefährlich. Amerikanische Fotos wurden mit Warnungen versehen. Propaganda, um den Swing zu verteufeln. Swing macht Plattfüße. Am Skelett demonstriert. Hier zeigt der Arzt einer amerikanischen Tänzerin, welche Schäden der Swing im Fußgerüst verursacht. Er erzeugt vor allem Senk- und Plattfüße. Dicke Knöchel sind eine weitere üble Folge des Swingtanzes. Durch ihn werden bestimmte Muskelgruppen überanstrengt. Es gab natürlich den Versuch, aus Unangepassten angepasste Jugendliche zu machen. Und das war irgendwo klar, dass man das auch nur schaffen konnte, wenn man Sanktionen verhängen konnte. Und da hat man dann zu Konstrukten auch zum Teil gegriffen. Und man hat dann ihnen bündische Umtriebe unterstellt. Also, dass sie sich bündisch betätigen würden. Und bündische Betätigung war verboten. Also hatte man aus NS-Sicht einen Straftatbestand. Das fing mit Verwarnungen und ähnlich bei der Gestapo an. Man wurde auch erkennungsdienstlich behandelt, war also in der Kartei. Aber das konnte auch dann zu Gerichtsverfahren führen und zu Verurteilungen, wirklich zu Monaten und auch manchmal im Jahresbereich Gefängnisstrafen, Jugendgefängnis. Nicole ist inzwischen auf dem Weg nach Duisburg. In Ludwigsburg hatte man ihr den Tipp gegeben, dass dort Akten aus Köln zu finden sind. Eine erste Nachfrage ergab, ja, es gibt eine Akte Maximilian von der Garten. Ja, ich erhoffe mir, dass ich da Klarheit darüber bekomme, ob mein Vater nur des Mordes verdächtigt ist oder ob er tatsächlich ein Mörder war. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was genau der Inhalt dieses Protokolls ist. Und habe einfach nur Angst vor dem, was da drin stehen könnte. Ja, ich hatte immer den Eindruck, wenn meine Oma über meinen Vater gesprochen hat, dann war das so ein bisschen ambivalent. Einerseits hat sie mal erzählt, es wäre ein toller Typ gewesen, der war unheimlich nett und konnte sich gut unterhalten. Gleichzeitig hat sie erzählt, er war offenbar irgendwann mal Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Ich konnte das aber nicht einsortieren. Also sie hat sich nie so geäußert, dass ich ein Gefühl dazu kriegen könnte, ob sie ihn für einen guten oder für einen schlechten Mensch gehalten hat. Vielleicht ergibt sich ja ein Zusammenhang damit, dass er von der Gestapo gesucht wurde und das sicherlich nicht dafür spricht, dass er ein Regimefreund war, sondern wahrscheinlich eher ein Regimegegner. Und ja, wer weiß, vielleicht hat er ja tatsächlich irgendwas mit politischem Widerstand zu tun gehabt. Und ich will einfach nicht, dass mein Vater einfach nur ein Mörder war. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg. Das ehemalige Speichergebäude wurde durch den Archivturm mit seinen zugemauerten Fensteröffnungen ergänzt. Ein ganz besonderes Gebäude für 150 Regalkilometer Akten der Abteilung Rheinland aus 1200 Jahren Geschichte. Hier sind Urkunden, Amtsbücher, Handschriften, Gerichtsakten, aber auch Karten, Pläne, Fotos und Filme gesammelt. Und einer der vielen tausend Namen im Findbuch heißt Maximilian von der Garten. Guten Tag. Nicole hat um Einsicht in diese Akte gebeten. Sie wird Angehörigen problemlos gewährt. Im Magazin wird die Akte für den Lesesaal herausgesucht und bereitgelegt. Sie umfasst über 30 Blätter. Davon 5 Seiten Vernehmungsprotokoll der Kriminalpolizei Köln, datiert vom 21. November 1946, 1,5 Jahre nach Kriegsende. Noch weiß Nicole das nicht. Mein Name ist Nicole von der Garten und ich habe hier eine Akte vorgestellt mit dieser Referenznummer.
Was wird Nicole nun über ihren Vater, den sie kaum gekannt hat und der schon fast 40 Jahre tot ist, erfahren? Vielleicht will sie das am Ende gar nicht wissen. So, jetzt geht's los. Es sind viele Neuigkeiten auf einmal. Maximilian von der Garten ist nicht auf dem Kirmesplatz groß geworden, sondern in einer Kölner bürgerlichen Familie. Der Vater war Stadtdirektor. Max hat nach dem Schulabschluss eine kaufmännische Lehre gemacht. Vernommen wurde er am 21. November 1946 im Gefängnis. Im August 1945 war er zu 7 Jahren Haft wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt worden. Jetzt geht es um den Mordvorwurf. Ich bin total aufgeregt und habe irgendwie gerade ein bisschen Kribbeln im Bauch. Finde gerade ziemlich schrecklich, was ich hier lese. Es geht erstmal um einen Mordfall oder einen Mordversuch und einen Polizisten, der angeschossen wurde und mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt. Mehr weiß ich bis jetzt noch nicht, aber jo, das finde ich erstmal nicht schön. Aber ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Aber komisch, dass es auf einmal so real ist. Also. Mordverdacht. Das weiß Nicole schon aus Ludwigsburg. Aber dann stößt sie wieder auf das Stichwort Edelweißpiraten. Es soll zum Meilenstein auf ihrer weiteren Suche nach dem Vater werden. Bei dieser Firma war ich bis Juli 1944 und wurde dann, weil ich Edelweißpirat war, von der Gestapo Köln verhaftet. Ich wurde zu 3 Monaten Jugend-KZ abgeurteilt. Im Wehrertüchtigungsbewährungslager Ellern im Hunsrück sollten jugendliche Abweichler auf Linie gebracht werden. Nach 3 Monaten, im November 1944, flieht Max von dort. Da wir keine Lebensmittelkarten bekamen, verschafften wir uns dieselben durch Einbrüche und Raub. Na, wenn Hunger mal nicht ein Motiv ist. Irgendwie finde ich es unfair. Weil ich so das Gefühl habe, das sind so junge Leute und die sind aufgrund der Wirrungen des Krieges auf die schiefe Bahn geraten. Und dann ist der Krieg zu Ende, aber es ist ja nicht so, als wenn dann plötzlich ein Schalter umgelegt wird und alles ist wieder gut. Also diese jungen Menschen nehmen das, was sie sich in der Zeit angelernt haben, einfach mit. Und das führt sich dann in ihrem Leben auch nach dem Krieg einfach fort. Also für sie ist es nicht vorbei. Für sie geht's weiter. Ansonsten bin ich ziemlich aufgewühlt gerade, weil ich einfach diesen Mordfall da lese. Ich lese, was mein Vater da erzählt und weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, was ich eigentlich glauben soll. Was mich auch verwirrt, das muss ich sagen, und da will ich auch, ich glaube, da muss ich irgendwie noch mal in die Tiefe gehen, ist, dass er hier schreibt, er hat Zeit im Jugend-KZ zugebracht, weil er ein Edelweißpirat war. Ich habe jetzt das Vernehmungsprotokoll von vorne bis hinten gelesen und etliche Informationen drin gefunden. Und was für mich aber fraglich bleibt, ist, was die Edelweißpiraten sind. Und deshalb fahre ich jetzt ins NS-Dokumentationszentrum nach Köln. Das 1988 gegründete NS-Dokumentationszentrum ist eines der größten seiner Art. Der Historiker Dr. Martin Rüther hat in den zurückliegenden 25 Jahren noch viele ehemalige Navajos und Edelweißpiraten der Jahrgänge 1920 bis 1929 kennengelernt und mit ihnen seit 2003 lange Zeitzeugengespräche geführt. Die Edelweißpiraten waren auch im Grunde nichts anderes als unangepasste Jugendliche, allerdings als Kriegsphänomen. Das, was in der Vorkriegszeit hier in Köln zumindest an Gruppen existierte, nannte man Navajos, ohne dass klar ist, wo der Begriff herkam. Und die Jugendlichen der Kriegszeit hießen dann plötzlich Edelweißpiraten, wo selbst da unklar ist, wo der Begriff herkommt. Da waren ganz politische und da waren eben die Fahrtenjungen, die nur auf Fahrt gehen wollten und die Politik überhaupt nicht interessierte. Aber das passte eben unter einen Hut. Wenn man später Überlebende, also Zeitzeugen, fragte, die in Edelweißpiratengruppen aktiv waren, haben die eigentlich immer betont, sie seien gegen die Hitlerjugend gewesen. Aber nicht
Widerstandskämpfer im engeren Sinne. Das heißt, so wie Jean Jülich das mal ausgedrückt hat, finde ich immer noch eines der treffendsten Bilder. Edelweißpiraten waren wie Gänseblümchen, die wuchsen überall. Und so wie sie überall wuchsen, haben sie sich auch unterschiedlich ausgedehnt und verhalten. Ehemalige Edelweißpiraten erzählten Rüther unterschiedliche Erinnerungen an diese Zeit. Nee, Edelweißpirat heißt ja, das höchste Glück eines Naturfreundes besteht darin, im Hochgebirge in Edelweiß zu pflücken. Dabei geht es nicht um die bergsteigerische Leistung, sondern einzig um allein die Stille, die Einsamkeit in der Natur. Ich habe mal gesagt, jeder Mensch muss das Recht haben, seine Freizeit so zu gestalten, wie es seinen persönlichen Neigungen entspricht. Und das war für uns eben der Wandertick. Jeder hat irgendwo ein Hobby und einen Tick. Ne? Ob der nur jetzt mit dem Segelboot von Talsperre fährt oder mit der Gitarre durch das Eifelstere Jahr. Nee? Aber doch nicht Marschkolonne, heute hören es Deutschland mal in die ganze Welt. An der A im Häuschen auf der Mauer haben wir einen Galgen gemalt. Einen Galgen und in der Schlinge das Hakenkreuz drin. Dann haben wir Parolen mitgeschrieben. Ne? Nee, da wird Hitler. Ne? Oder ein Volk, ein Reich, eine Scheiße und sowas. Ne? Das haben wir gemacht. Und da ist die Gestapo, hat da immer viel nachgefragt, wer das schreibt. Die haben uns ja nicht vermutet, dass wir das machen. Da sind sie später hintergekommen. Die ersten britischen Bomben fielen am 18. Juni 1940 auf Köln. In der Nacht vom 30. zum 31. Mai 1942 war die Operation Millennium der erste 1000-Bomber-Angriff in der Geschichte. 1943 und 1944 weitere schwere Angriffe. Die Innenstadt und einzelne Stadtteile wurden fast vollständig zerstört. Das Phänomen der Edelweißpiraten lässt sich eigentlich nicht bis zum Kriegsende verfolgen. Die jüngere Generation, also die zweite Edelweißpiratengeneration, waren, würde ich sagen, so bis Mitte 1944 als Gruppen zusammen und auch aktiv insofern, dass man sich weiterhin traf, aber immer seltener auf Fahrt ging, weil das öffentliche Leben immer mehr zusammenbrach. Dass man also sagen kann, dass ab August, September 1944 praktisch kaum noch männliche Jugendliche sich in Städten aufgehalten haben. Und damit konnte es einfach keine Edelweißpiraten mehr geben. Köln galt ab spätestens Mitte 1944 in den Augen der Überwachungsinstanzen, sprich vor allem der Gestapo, als Hochburg des Bandenunwesens, wie man das damals dann nannte, weil sich hier immer mehr Jugendliche und junge Männer zufällig zusammenfanden, die aus irgendwelchen Gründen von Stellen, wo sie sein sollten, abgehauen waren und nun versuchten, in Köln zu überleben und dafür mussten sie untertauchen. Das waren vor allem Deserteure von der Wehrmacht, das waren aber auch Jugendliche, die vom Reichsarbeitsdienst und dann ab September, Oktober 1944 verstärkt die ganz jungen Jugendlichen vom Westwall geflohen waren und sich nun natürlich als Illegale wähnten und weil sie ja über keine Lebensmittelmarken und sonstige Versorgung verfügten, versuchten in irgendeiner Form zu überleben. Im Keller ihrer Zentrale verfügte die Gestapo über ein Hausgefängnis mit 10 Zellen. Heute sind sie Gedenkstätte, wie der Hof, in dem Häftlinge hingerichtet wurden. In diesem Gefängnis waren auch Edelweißpiraten eingesperrt. Es schaudert Nicole, auch nach mehr als 70 Jahren, in diesen Kellern zu sein. Vielleicht war ja ihr Vater auch mal in einer dieser Zellen gefangen. Kratzinschriften an den Zellenwänden zeugen noch heute von Folter und Qual. Und dann macht Nicole eine interessante Entdeckung. Es wird an die Edelweißpiratin Gertrud Koch, genannt Mucki, erinnert. Die ehemalige Edelweißpiratin Mucki lebt in Köln. Na, da werde ich hier bestimmt die Adresse bekommen. Gertrud Koch ist mit 91 Jahren wohl die letzte noch lebende ehemalige Edelweißpiratin. Vor 10 Jahren wurden diese Aufnahmen von ihr im Gestapo-Gefängnis gemacht, in dem sie als Jugendliche eingesperrt war. Mein Kopf war ja nicht mehr mir. Ich hatte hier so ein Ohr hatte ich. Hier das Auge, das war alles zugeschwollen. Also ich hatte, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich überhaupt keinen Gedanken mehr gehabt. Und war es das wert? Ja.
Wie ich vor ein paar Wochen das erste Mal hier drin war, ist mir schlecht geworden. Ich muss raus. Das sind die Erinnerungen. Die werden wahnsinnig schwach, wenn man da mal so lange drin war und hat so viel Schläge bekommen. Entschuldigung. Nicole hat sich zu einem Besuch mit der alten Dame verabredet. Wer weiß, vielleicht hat sie ja damals Maximilian von der Garten getroffen. Schönen guten Tag, ich bin der Betreuer von der Frau Koch, ich bin der Philos. Guten Tag, Nicole von der Garten. Komm, ist gut. Einmal rechts rum mit dir, Frau Koch macht den Wohnzimmer aus hier. Guten Tag. Hallo, Frau Koch. Hallo. Wer ist es? Grüß Sie. Ich bin die Nicole von der Garten. Wir haben uns für heute verabredet. Wir? Ja. Da weiß ich ja nicht von. Ich setze mich einfach mal zu Ihnen, ja? Ja. Ich weiß, dass Sie eine Edelweiß-Piratin waren. Bin ich jetzt noch. Sind Sie immer noch. Und ich bin auf der Suche nach Informationen über meinen Vater und möchte gleichzeitig natürlich was über die Edelweiß-Piraten erfahren. Ich bin von Anfang an immer dabei gewesen. Mhm. Und habe ein paar Mal im Gefängnis gesessen. Gemacht haben wir praktisch politische Arbeit. Wir haben Flugblätter gedruckt. Wir haben die in den Häusern verteilt, in die Briefkästen, in die Kirche, wo die Gebetbücher liegen, haben wir sie reingesteckt. Und wir haben sie in die Hausflure geworfen abends. Aber es war sehr gefährlich, weil die Aufseher, die liefen ja schon durch Köln, wenn Fliehalarm kam. Da musste alles von der Straße verschwinden. Sonst hatten sie uns schon beim Wickel. Zweimal. Aber das war eine Anstellung. Sie macht dann nach Hause kommen, ein dummer Rotzpenz. Er hat dann allerdings auf der Straße verloren. Und auf den Flugblättern, die Sie verteilt haben, was stand da drauf? Ja. Was waren das für Flugblätter? Das waren Flugblätter gegen die Regierung. Gegen Hitler, ja. Mhm. Wir haben auf Züge gemalt, Räderrollen für den Sieg, Hitlerköpfe nach dem Krieg und lauter so Sachen haben wir in Italien gemacht, ja. Mhm. Also mit 16 Jahren bin ich ins Gefängnis gekommen. Und in der Zeit, das war aber noch nicht SDW, da bin ich noch mal rausgekommen und dann habe ich aber weitergemacht, ne. Sie sind wegen der Flugblätter ins Gefängnis gekommen? Ja, oder? Überhaupt wegen der Aufrührer, die wir hatten. Wir haben ja alles gemacht, was nicht richtig war. Im Gefängnis Brauweiler begegnete Mucki ihrem schlimmsten Peiniger. Gestapo-Mann Josef Högen. Högen. Wenn ich den Namen höre, könnte ich heute noch eine Schreikrankheit kriegen. Das war der höchste der Gestapo hier in Köln. Der lief ein und aus in Brauweiler, um die Leute auszuhorchen und Schläge zu verteilen. Der hat mich hier in die Rippe, hat er mich getreten mit seinen Stiefeln, in den Rücken getreten. Mhm. Da habe ich die Bandscheibe kaputt. Ich habe lange im Krankenhaus gelegen. Schlimme Erinnerungen. Aber die schönen überwiegen. Also wir haben uns wohl jede Woche im Volk sagten, es ist hier so eine große Park, wie so in jeder großen Stadt eine schöne große Park ist. Ja. Mhm. So hatten wir auch. Und da haben wir uns abends getroffen. Da waren Bänke im Versteck und so weiter. Dann haben wir gefährliche Lieder gesungen. Was heißt das? Sie haben gefährliche Lieder gesungen? Ja. Ach, das war für uns waren das keine gefährlichen Lieder, aber für die Nazis waren das gefährliche Lieder. Welches war denn Ihr Lieblingslied? Mein Lieblingslied auf der Landstraße, da bin ich zu Hause. Okay. Ich hatte viele Lieblingslieder. Hajo, hajo, da gibt es Salz aufs Brot, das macht die Wangen rot. Und einen Whisky schätzt man vor jeden hin. Man singt, man trinkt. Das sind so die Vaterlieder, wenn man unterwegs war. Und das war, da waren wir alle von der Söcke. Das war so schön. War das. Aber jetzt muss ich doch noch mal fragen. Ich bin ja eigentlich auch hier, weil ich auf der Suche nach Spuren von meinem Vater bin und muss Sie natürlich fragen, ob Sie Maximilian von der Garten kennen. Wie heißt der? Maximilian von der Garten. Maximilian von der, ja, der Name, der tönt mir, aber ich glaube, da kann ich Ihnen nicht helfen. Die Begegnung mit Mucki hat mich zutiefst beeindruckt, weil sie eine ganz optimistische und sehr lebensbejahende Frau ist.
Mucki hat mir erzählt, dass sie viel Bildmaterial an Herrn Dr. Martin Rüther aus dem NS-Dokumentationszentrum in Köln abgegeben hat. Und den möchte ich jetzt sehr gerne aufsuchen. Aber zuerst schaut Nicole sich die umfangreiche Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum an. Fotos und Dokumente von Edelweißpiraten und anderen unangepassten Jugendlichen sind kontrastiert mit Informationen über die Hitlerjugend. Edelweißpiraten gab es vor allem in den Großstädten im Rheinland und im Ruhrgebiet. Es dürften mehrere tausend Jugendliche, vorwiegend aus dem Arbeitermilieu gewesen sein, die sich in Parks trafen, auf Fahrt gingen und vor allem zur Gitarre sangen. Die Dauerausstellung mit ihren Medienstationen ist im Internet abrufbar. Auch die Zeitzeugeninterviews von Martin Rüther kann man hier sehen und hören. Nicole klickt auf Edelweißpiraten. Ich sage immer, die Edelweißpiraten vergleiche ich mit Gänseblümchen in der Wiese. Sie wachsen überall, sind sie und haben miteinander nichts zu tun. Nicht? Die Nazis, die Gestapo, hat natürlich über uns viele Briefe nach Berlin zurückgeschickt. Das sind Klicken, verwilderte Horden, die auch wahrscheinlich dem, man muss sie wieder einsammeln und wieder auf den rechten Weg des Führers bringen. Da gibt es wahnsinnig, das kennen Sie vielleicht auch hier, da gibt es wahnsinnig viel. Also die Nazis, die Gestapo, die hatte uns schon fest im Auge. Nur zunächst hat man uns nicht richtig ernst genommen. Man hat gedacht, die stecken wir in so ein Schleiflager nach Neuwied oder Jugendburg Stahleck und dann sind die geläutert, dann sind die wieder in der Reihe, aber das war nicht so. Man kann es Widerstand nennen und kann auch nicht Widerstand nennen. Man war ja gegen das System, ne? Das war Widerstand. Ne? Wenn die andere Seite war, man wollte frei sein, wollte sein Leben, wollte man leben. Nicole ist auf dem Weg zum Treffen mit Martin Rüther. Das NS-Dokumentationszentrum befindet sich in den Originalräumen der ehemaligen Kölner Gestapo-Zentrale, die so ein wichtiger Teil der Ausstellung sind. Sie erinnern an ein Labyrinth. Und das waren sie wohl auch für die hier Vorgeladenen. Hallo, Sie müssen Herr Rüther sein. Ja, die Frau von der Garten, seien Sie gegrüßt. Sie sind also nach Köln gekommen, um was über die Edelweißpiraten zu erfahren. Ganz unbedingt, ja. Gut, da glaube ich, können wir Ihnen helfen. Super. Dann kommen Sie mit, dann scheiße ich Ihnen. Nicole hatte Martin Rüther bereits informiert. Er hat eine Kopie des Vernehmungsprotokolls gelesen, kann die Informationen und dort genannten Namen einordnen und will nun auf Ihre Fragen antworten. So. Ja, das Album, ich zeige Ihnen das mal gern, um ein bisschen Lebensgefühl von Edelweißpiraten zu vermitteln. Pfingstfahrt, Pfingsten war immer Saisonauftakt sozusagen. Man hat dann ja auch immer übernachtet, wo man dann gerade war, auch am Rhein entlang. Also jeder Jugendliche, vor allen Dingen die Jungs, aber auch die Mädchen, die richtigen Fotos waren nur die mit Gitarre. Mhm. In dem Vernehmungsprotokoll war vom Hochbunker Domstraße die Rede. Was muss man sich darunter vorstellen? Es gab in Köln, wie in jeder anderen Stadt, natürlich viele, viele Bunker, die zu spät gebaut wurden, aber das ist ein anderes Thema, wo die Menschen Schutz vor den Bombenangriffen suchten. Und diese Bunker wurden zu ganz zentralen Treffpunkten, vor allen Dingen in der Endkriegsphase ab 44, 45. Und speziell Jugendliche und gerade die, die auch untergetaucht und abgetaucht waren, haben sich zumeist abendlich an Bunkern getroffen. Da entstanden ganze Bunkergemeinschaften und ganz spezifische Gruppierungen und Gruppen, die dann versucht haben, ihr Überleben zu organisieren. Im Untergrund, im Wortsinn, im Kellern. Und ihr Vater, als er in Ellern entflohen ist, ist ja auch nach Köln und hat sich dann zum Dombunker begeben, weil zu Hause konnte er nicht bleiben, weil er ja gesucht wurde. Und hat dort am Dombunker Zufallsbekanntschaften gemacht, wie viele andere Jugendliche auch. Da gibt es auch andere Beispiele von anderen Gruppen. Und diese Zufallsbekanntschaft, diese drei Jugendlichen, mit ihm zusammen dann vier, das wird die später dann sogenannte Bauerbande, die dann auf ihre sehr spezifische Art und Weise versucht, ihr Überleben zu sichern. Allerdings das dann in einer Form, wo es wirklich in etwas abgleitet, was man als Kriminalität bezeichnen muss. Welches ist die ihr sehr spezifische Art und Weise?
Es gibt andere Beispiele von Jugendlichen, die auch abgetaucht waren, die auch in Kellern gelebt haben, die natürlich ihr Überleben sichern mussten. Man hatte keine Lebensmittelmarken, man musste was zu essen haben, was zu trinken. Das heißt, man ging nachts los und guckte, kann man in Geschäften, kann man irgendwie in den Keller einsteigen, von zerbombten Häusern findet man da was zu essen, was zu trinken. Mundraub, im weitesten Sinne, kann man ja auch breit definieren. Ihr Vater ist jetzt zu einer Gruppe geraten. In dem Protokoll steht ja auch, dass er die Waffe von einem aus der Gruppe bekommen hat, wie immer es genau gelaufen ist, die dann bewaffnet war. Es gab eben diese Gruppen, gerade von Jugendlichen, die, um salopp zu sagen, bis unter die Zähne bewaffnet waren und dann losgezogen sind und dann in größerem Maßstabe Raubzüge unternommen haben. Nicht mehr, um das eigene Überleben zu sichern, sondern so viel, dass sie ja sogar Autos klauen mussten, um das Liebesgut zu transportieren. Und das heißt in aller Regel zu ihrem Hehler. Ihr Vater hatte, würde ich mal so sagen, das Pech, dass er in eine Gruppe geraten ist, die weitaus aggressiver, weitaus brutaler vorgegangen ist und die wirklich sich die Waffen besorgt hat und von diesen Waffen auch wirklich relativ rücksichtslos, würde ich sagen, Gebrauch gemacht hat. Also das ist etwas, das will man vielleicht nicht gern hören, also gerade wie Sie, wenn Sie jetzt auch so lang gesucht haben und gegraben haben. Aber Ihr Vater, um es vielleicht milde zu formulieren, ist zu einem für ihn dramatischen Zeitpunkt in Köln vielleicht gerade an die Falschen geraten. Mein Kopf ist gerade leer. Sorry. Gut, also mein Vater war ja offenbar dann zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das bedeutet für mich, dass ganz deutlich ist an der Stelle, an der der Krieg geendet hat, der Krieg für meinen Vater eben nicht geendet hat. Für ihn ist es halt weitergegangen. Er hat das, was er gelernt hat in den letzten Kriegsjahren, in sein weiteres Leben offenbar mit hineingetragen. Letztendlich die Antwort, die klare Antwort, die Sie vielleicht erhoffen oder suchen, jetzt in dem Fall so sicherlich nicht geben. Mhm. Gut, wobei er für mich ja auch jetzt nicht einfach nur ein Edelweißpirat und Ex-Krimineller ist, sondern für mich ist er ja auch ein Vater. Also irgendwo dazwischen wird er sicherlich für mich die Wahrheit finden. Ich glaube, meine Suche nach meinem Vater ist an dieser Stelle zu Ende. Und er ist nicht der Held, der große Widerstandskämpfer, den ich mir vielleicht zu Anfang vorgestellt habe. Aber ich bin ihm trotzdem ein ganzes Stück näher gekommen. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass ich auf meiner Suche so viel über die Edelweißpiraten lernen würde und darüber, was für ein Lebensgefühl diese Gruppe junger Oppositioneller begleitet hat. Die Bilder und Geschichten der Edelweißpiraten gehen ihr, vor allem an der Gedenkstätte Köln-Ehrenfeld, nicht aus dem Kopf. Wir waren keine Nazis, wir haben unser Leben geführt. Und die HJ, die war ja eingespannt von den Nazis. Die waren ja die Großen. Hier wurden am 10. November 1944 13 Deutsche gehängt. Unter ihnen 6 Jugendliche, von denen einige auch Edelweißpiraten waren, bevor sie im September 1944 zum Westwall eingezogen wurden. Von dort geflohen, gerieten sie in Köln-Ehrenfeld schließlich in die Fänge der Gestapo. Allerdings haben wir denn gesungen, höre Rübezahl, was wir dir klagen. Die deutsche Jugend ist nicht mehr frei. Schwing die Keule wie in alten Tagen, schlag den Nazis den Schädel in zwei. Also wenn du nun jetzt die Hitlerjugend sowas hörte, das war ja undenkbar, das war ja direkt Bräulei, ne? Aber so ist das dann gewesen. Ne? Vieles, was Nicole auf ihrer Reise in die Vergangenheit von den Edelweißpiraten und über sie gehört hat, macht sie sehr nachdenklich. Ja, da hieß es dann, er wird jetzt abtransportiert in ein Wehrertüchtungslager, hieß das zur Zeit. Ich sage, wir sind doch keine Soldaten. Sitte, das macht nichts. Er kommt dahin. Da haben sie uns nach Ellern. Erfahren Sie nicht, wie wir da angekommen sind, wie lange das gedauert hat. War ja auch alles kaputt, ne?
Überall waren Gruppen von Edelweißpiraten, die aber weder in sich noch insgesamt organisiert waren. Mal waren es 5, 6, mal waren es 20 oder 25, die da waren. Und hatten auch unsere Gitarren dabei und sangen denn unsere Lieder. Und um die Ecke rum, da war die NS-Ortsgruppe. Und die müssen wohl dann eine Versammlung gehabt haben. Auf alle Fälle kamen so an die 30, 40 Nazis, SA-Leute, und trieben uns in den Bunker rein. Und da wurden wir erfasst und da mussten wir zur Gestapo hin. Hier in dieses Haus. Und da haben wir zuerst mal eine Stunde in dem Flur gesessen und hatten wahnsinnige Angst. Mit der Spurensuche nach dem Vater hat alles angefangen. Angekommen ist Nicole auf den Spuren der Edelweißpiraten, von denen kaum noch jemand etwas weiß. Dann haben wir im April unsere ersten, wir haben zwei Flugblätter gemacht, selber. Das verdanken wir unserem Führer. Das wurde irgendwie an der Wand geknallt, wenn irgendwo ein Haus gestanden hat. Dieses Haus stand jetzt, und das verdanken wir unserem Führer. Das wurde an der Wand gemacht. Ne? Oder mit Kalk, mit Kreide an der Wände geschrieben. Ne? Parolen. Und die Nazis waren ja da hinterher. Ne? Und wir waren ja meistens draußen dadurch, dass wir nicht im Bunker waren. Und dann haben wir die Flieger angelegt, die haben wir ja ausgenutzt, für sowas zu machen. Ne? Am liebsten waren die Edelweißpiraten draußen in der freien Natur. Die Edelweißpiraten haben für mich den Begriff von Widerstand auf ein realistisches Maß verkürzt. Ich kann mir vorstellen, ich hätte auch mitgemacht. Jugendliche, die nicht auf Befehl handelten. Für die nicht galt, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Die selbstbewusst waren und auch widerspenstig. Die einen kritischen Blick bewahrten, umgeben von Verblendeten. Die mutig waren und für ihre Überzeugung gerade standen. Die gefährliche Lieder sangen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.